Ei Gude und herzlich willkommen zu Gate Summit Mill Slaughter, den krassesten Wins mit dem Gate Summit Mill Deck. Dann schauen wir doch mal, wer das erste Opfer wird. Das Deck um einiges verbessert, ein bisschen dran rumgefeilt, dass man jetzt auch gegen schnellere Decks gewinnen kann. Und Dinistriol. Mal schauen, Dinistriol. Was uns erwartet. Ja, die Starthand Ahn Summit ist schon mal drin. Opt ist drin. Curious Root. Das heißt, zum Aufbauen schnell. Zum Verteidigen nur Hierophant's Cage. Und der ist ja leider ziemlich langsam. Und auch noch gegen Rot. Ugh. Ein Hallo kriegt er trotzdem. Da spielen wir mal das Guildgate. Das erste. Mal gucken. Aha, Rot-Blau. Also ein Izzet-Deck. Aha. Kartenraussucher, was wird das? Na, spielen wir mal ein Land hinterher, dann kann ich das Opt am Ende der Runde einsetzen. Ja, such dir mal. Guck dir mal deine obersten vier Karten der Bibliothek an. Mal gucken, was es dir bringt. Ist eigentlich. Achso, okay, ja. Ist blau und ein farbloses. Zum Surveillen und Karten ziehen. Na dann. Wäre eigentlich auch keine so schlechte Karte für das Mill-Deck. Surveil könnte man ein paar Sachen wegbringen, die man nicht braucht. Aber erstmal ein Opt machen. Mal gucken, was wir ziehen. Ja, Seal Away behalte ich. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und jawohl, noch ein Gate. Aber das spielen wir nicht. Wir spielen erstmal eine Insel, damit wir Guild Summit direkt rausbringen können. Dass die Maschine anfängt zu laufen. Schauen wir mal. Mhm. Ja, zieh deine Kärtchen. Eine Cage. Damit könnte ich die Verzauberung wegmachen. Na? Warten wir mal ab, was er spielt. Yay, und das Plaza. Ja, spielen wir auch direkt. Nämlich noch eine Karte ziehen. Wenn ich Glück habe. Oh, eine Cleansing Nova. Sehr schön. Das heißt, alles, was er jetzt schnell rausbringen kann an Kreaturen, ist sowieso schon mal Geschichte. Na, Kreaturen-Death ist gut aufgebaut. Jetzt muss er nur noch die Kreaturen rausbringen. Ich bin mal gespannt, was das für ein Deck ist. Das ist ja eigentlich für ein Izzet viel zu langsam, was er da macht. Ah, jawohl. Genau so muss es laufen. Ich schwöre erstmal eine Ebene. Curious Root. Dann Dimir und ja, genau. Grün-Weißes. Ziehen wir mal Kärtchen. Opt wenigstens. Das machen wir auch direkt mal. Noch ein Plaza. Ne. Oh, direkt wieder ein Opt. Na gut. Jetzt mal abwerfen. Ne? Ja, genau. Das Opt, das brauche ich am wenigsten. Ah, ein Storm-Deck. Irgendwie übel. Gut, gut, gut. Ja, erstmal das zu Karten ziehen raus. Noch ein Summit. Ne, erstmal muss der Storm weg. Diese Storm-Decks sind ja super böse. Die können innerhalb von wenigen Runden massivsten Schaden machen. Mit Zeit, dass ich eine Corrosion ziehe. Yep, 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 yep. Und direkt der nächste, du Sack. Sausack. Bringt mir mein Settle the Wreckage auch nichts. Was
man noch ziehen. Ja, ne, da muss der Hierophant's Cage raus. Zum Glück kann der alle Permanents auf dem Battlefield wegmachen. Nicht nur Kreaturen. Deswegen habe ich ihn auch drin. Gegen Planeswalker und gegen sowas. Ja, aber jetzt ist guter Rat teurer. Das machen wir jetzt. Ja, genau. Shiftet wohl. Ja, können wir mal eine Insel wegwerfen. Länder haben wir genug. Aber nichts zu millen. Das Deck läuft nicht. Ja, komm, noch eine Insel. Okay, yep. Na, was spielen wir? Hast du noch einen dritten Storm auf der Hand? Naja, oder nicht? Doch gut so, ich würde jetzt ungern die Cleansing Nova einsetzen müssen. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, perfekt. Noch ein Guild Summit. Ich brauche doch keinen Summit, ich brauche einen Corrision. Das ziehe ich jetzt eine. Na, dann halt die Primal Tide. Das kannst du mal zaubern, mein Freund. Aber... ja, nice. Das sehe ich genauso. Das sehe ich ja genauso, ne? Dort. Das ist Stormdecks nicht, die Pest. Oh, noch ein Gate, weil wir so wenig haben. Ja, endlich. Endlich. Das Skitter Essens werde ich nicht aufhalten können. Ach, machen wir mal weiter. Ja, greifen wir direkt mal mit dem Dicken an, weil wir es können. Jetzt kann man nur hoffen, dass er nicht irgendwie 3 Lightning Strikes auf der Hand hat oder 4 Schocks oder so. Das würde schnell unangenehm werden. Ja, ziehen wir mal Karte, das karten wir mal. Ja, Oh, okay. Ja, macht sich jetzt mal ordentlich Schätze hier. Ja. Ah, noch ein Land. Super. Aber immerhin schön gemillt. Ist nicht so wie bei den alten Storm-Decks, wo die Karte Storm-Fähigkeit hat und sie selbst reproduziert hat. Die hätte dann zum Beispiel den Primal Tide nochmal getriggert. Bei dem Storm ist es nicht so. Mana hat er ja noch ein bisschen. Mal gucken, was noch kommt. Na komm. Ah, Risk Factor. Böse, böse, böse. Haha, sehr schön. Ich höre auf keinen Fall die Schaden. Zieh du dir mal schön Karten auf die Hand. Zieh du dir mal schön Karten auf die Hand, mein Freund. Mach dein Deck leer. Mach dein Deck leer. So soll das sein. Jetzt hast du nämlich nur noch 2 Mana.
Wenn du jetzt nicht einen Lightning Strike raushaust, habe ich noch eine reelle Chance. Ein Opt. Ja, hey. Als weiter. Schön Deck ziehen. Schön Deck ziehen. So muss das laufen. War auch eine unübersichtliche Kartenhand im Moment. So ein bisschen. Aber mit dem Deck, wenn du da Kartenzieher drin hast, mit so viel Storms, da ziehst du ja schnell ein Deck auf die Hand, würde ich sagen. Genau, mal ein paar Turn machen hier. Jetzt muss er nachdenken. Sonst hat er schon gespielt. Da ist nichts mehr zu holen. Ohne Witz, noch ein Opt. Okay. Okay. Kein Ding an du. Machen wir doch glatt. Hehehe. Ah, dann kriegst du nämlich direkt dein Thousand-Year Storm weggeballert. Ausgestormt, mein Freund. Theoretisch hat er noch einen im Deck, von daher. Aber erstmal Ruhe für die Runde. Ja. Countern ist mit einem Mana nicht. Aber ein Schock. Ah, der Sack. Au, 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 au. Das tut weh. Das tut weh. Reicht aber nicht zum Töten, mein Freund. Es reicht nicht zum Töten, bevor dein Storm geht. Ja, zieht immer noch schön Karten auf die Hand. Komm, hopp, weiter, 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 weiter. Keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Ja, da klopft schon der Oger an. Der will rein und mitmachen. Hello, my friend. Stay a while and game. Ja, das musst du erstmal abwerfen, ne? So, haben wir noch ein Geitchen. Ja, auch schon einen Haufen Karten gezogen hier. Ah, ein Corrition, sehr schön. Das kommt doch wie die Faust aufs Auge. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ah, genau. Gate Summit. Guild Summit. Und dann würde ich sagen, tappen wir mal noch zwei Gatechen. Okay, ich mach mal einen Sack zu. Jo, viel Spaß und so. Ich mir sparen können, so viel zu tappen. Bam! Das war doch mal eine ordentliche Sache hier. Schauen wir mal, wie das nächste Match läuft. Hoffentlich schon wieder ein Stormdeck. Max. Hallo Max. Ich hoffe, das ist nicht Max Monster. Das wird mir jetzt ziemlich leid tun. Ah, ich glaube, der würde nicht Jace als Avatar nehmen. Als, ja. So, Cleansing Nova, Seal Away, Summit auf der Starthand. Das nehmen wir doch. Und hauen direkt mal ein Dimir Guild Gate raus. Und sagen wir Hallo. Weil wir sind ja freundlich. Auch wenn wir Mildeck spielen. Trotzdem. Courtesy und so. Okay, grün. Ich hoffe kein Steelleaf Champion. Oh, grün. Schwarzer Golgari. Golgari lässt grüßen. Ja. Leider nur ein Gate.
Pass Turn und setzen mal einen Endpunkt bei ihm, dass wir da noch das Opt spielen können. Da braucht jemand Mana. Da braucht jemand Mana. Los, gib's mir dreckig mit deinem einen Schaden. Oh, und Opt hinterher. Mal gucken, was wir ziehen. Cleansing Nova, das wäre der zweite. Nee, nee, nee. Nee, nee, das brauchen wir nicht. Ah, ein Summit. Schön. Corrosion wäre besser, aber man kann nicht alles haben. Tappen wir doch direkt mal unser Mana für das Summit. Direkt ein Gate auf der Hand zum Nachziehen. Schön, so muss das laufen. So muss das laufen. Ah, okay, nochmal ein Gate. Hätte nicht sein müssen, aber ah, besser als nichts. Wer will sich schon beklagen? Tja, was spielen wir? 5 Mana hat er. Ist natürlich... Au! Au, 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 au. Tatau. Und noch ein Summit raushauen, dass wir Karten nachziehen können. Ja, denke, das können wir machen. Und Curious Root. Mhm, schön, schön. Und nochmal 2 Karten mehr, weil wir es können. Noch ein Summit, na super, und ein Seed Away. Was schmeißen wir denn weg? Ja, das Schiff, das kann gehen. Karten ziehen kann ich genug. Aha. Autsch, 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 autsch. Tut jetzt erstmal weh. Ah, endlich ein Corrosion. Endlich, endlich, endlich. Und auch wenn ich das gern spielen würde, die Gegner müssen erstmal weg. Einmal Cleansing Nova bitte. Zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen. Und wir werfen nochmal ein Opt weg, genau. Da braucht keiner. So, jetzt geht das Spiel hier vorwärts. Erstmal schön hier. Psychic Corrosion. Und dann... ja, genau, das Plaza. 2 Karten ziehen. 4 Millen bitte. Zweites Corrosion wäre jetzt nicht schlecht. Ah, das Mana bezahlen wir doch gern. Opt an Angebot. Ah, ne, das mache ich in seiner Runde, ja. Discard a card, ja. Okay. Hm. 2-2 Vigilance. Auction. Schön am Ende der Runde ein Opt. Wie es wird gehört, ne, eine Insel brauche ich nicht. Scatter Essence. Das ist bei dem Deck schon mal nicht verkehrt. Noch ein Gate. Das kommt auch direkt mal ins Spiel. Land haben wir jetzt genug, ne? Was mache ich denn da? Nam, 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 nam. Ja. Zug beenden. 2 Karten discarden. Die Insel kann gehen. Und noch das Scum Summit. Kartenzieher habe ich genug. Und falls nochmal mit dem Curious Root 4 Karten ziehen, das ist okay so. Das Doofe ist jetzt, der Typ hat Vigilance. Das heißt, Seed Away bringt mir nichts. Ja, nichts. Glück gehabt, dass er nichts gespielt hat, ne? Erstmal nochmal ein Gatechen spielen und mal auf ein Corrosion hoffen. Gate. Super. Ist ja suboptimal. Ja. 2 Gates raussuchen. Hab ja bald alle auf dem Spielfeld, ne? Ja, jetzt erstmal 8 Karten zeigen. 4. Und 8 Millen. Ah, endlich. Da kommt das Psychic Corrosion. Ja, schön, wenn es vorher gekommen wäre. Aber man kann halt alles haben, ne? Mist. Ich hätte das Corrosion spielen können.
Aber so habe ich wenigstens Mana offen für einen Essence-Scatter. Weil wir wollen ja nicht mit großen Kreaturen überrascht werden hier. Ja. Die zwei Schaden nehme ich mal wie ein Mann. Jetzt aber erst das Corrosion. Und ein Gate hinterher, wie sich das gehört. Zwei Karten ziehen. 8 Millen. Ja, so muss das ist. Ah, die Luft wird langsam eng da oben, ne? Aber echt, gegen den Vigilance-Typen kann ich nichts machen. Gar nichts. Beruhigend ist nur, dass er keine fetten Kreaturen reinbringen kann. Es sei denn, die can't be countered. Gibt es ja auch in Grün. Ja. Gut, mein Freund, das war's dann wohl. Ja, schon mal ein Ländchen, weil wir es können. Ja, kann man nichts machen, ne? Wird aber auch ein enges Ding hier. Jetzt hast du 6 Mana, da musst du irgendwas spielen können, ja? Der wäre böse. Ist er aber nicht, weil er wird gecountert. So ist aus dem Schuhgeschäft. Trotzdem good game, my friend, good game. Ja. Die 100 Gold nehmen wir mal mit. Und dann schauen wir mal, was der nächste Gegner zu bieten hat. Corrosion auf der Starthand, ein Essence Scatter, Opt und ein Gate Summit. Das würde ich schon mal behaupten, das läuft doch mal gut, oder? Erstmal das langsame Gate raus. Ja, eben hinterher. Ein bisschen wenig Mana, aber naja. Endpunkt setzen. Falls er nichts spielt, kommt das Opt. Aber er spielt etwa Enchantment, okay. Na gut, dann wird das wohl das Opt werden. Ja, das nehmen wir doch. Gates kann man immer brauchen. Und die Nova. Sehr schön. Leider kann ich die Runde nichts spielen, aber habe immer noch genug Mana aufhofft für den Essence Scatter, wenn er dann doch nochmal eine Kreatur spielen sollte. Ja, Essence Scatter, ja oder nein? Ja. Ja, die ganzen Dicken hier. Mein lieber Herr Gesangsverein. Loki, was machst du denn, Loki? Erstmal gemild. Nein, nein, nein. Erst, genau. Erst das Summit, Mischka. Dann das Gate. So wie im Chemieunterricht. Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure. Ja. Karten ziehen, Millen, Essen, Scatter. Schön. Leider kein offenes Mana. Damit muss ich jetzt leben. Aber die Millmaschine ist angelaufen. Notfalls haben wir immer noch ein Settle the Wreckage und eine Cleansing Nova, falls auch was rausgeht, was an. Wow. Tierflierer, fliegender Engel. Erstmal noch ein Gate rausbringen. Mist, das war jetzt eher intelligent. Ich hätte besser die Ebene getappt. Aber naja, gut. Ich will mein Gate hinterher. Ziehen 2 Karten und millen 4. Ah, sehr schön. Das nächste Corrosion. Ich hoffe, das wird kein Engel-Token-Deck. Da habe ich schlechte Karten. Au. Striked by an Angel.
Insel raus. Mist, ein weißes Mana zu wenig. Arg! Das ist ja doof. Dann kann ich hier nochmal hoffen, dass in der nächsten Runde da irgendwie ein weißes Mana bei Ron kommt. Sonst, puh. Ah, aua. Ja, nee, du kommst nicht ins Spiel. Nein, 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 nein. Aber trotzdem, 8 Schaden. Ist kein weißes Mana-Ziel, was das? Nächste Runde. Zumindest der geht mal weg. Habe ich schon eine Runde mehr. Hier so, Knopf auf Kante genäht. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und noch ein Engel. Der geht weg. Der kommt nicht ins Spiel. Jetzt doof. Ist auch nicht wirklich gut. Jetzt könnte. Ja, Shift. Geht. Opt. Skaden war. Ja, das Geld geht. Das brauche ich nicht. Ah, ja, lassen wir mal die Müllmaschine laufen hier. Ja, einzige Chance, die wir haben, ist das Opt. Aha. Das nehmen wir doch direkt. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Hahaha, wie gut. Killed by Opt. Ich wollte es nur noch mal sagen. Killed by Opt. Was für eine mächtige Karte. Krasser Scheiß. Ich habe meinen Gegner mit einem Opt getötet. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ja, gut, gut. So, ja, erstmal Karten kaufen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Aha. Aha. Ah, sehr schön. Conclave Tribunal. Der Exiler, der neue, mit Convoke. Finde ich super gut. Das heißt, wenn du 3 Kreaturen draußen hast, kannst du für ein weißes exilen. Golgari spiele ich nicht. Ah, mal gucken, was die Rare ist. Oh, für Izzet. Copy Target Instant or Sorcery Spell with Converted Mana Cost of 4 or less. Ja, das ist nett. Also ein Fork sozusagen, wie es ihn früher gab. Mhm. X Damage to any Target. Ja. Daily D. Na gut, Daily D. Schauen wir mal, was du auf der Pfanne hast. Erstmal Hallo sagen. Ist ja schon mal da. 3 Gates. Ein Summit. Ja, das nehme ich. Das Golgari Gate rausbringen. Autsch. Jo, jo, das läuft gut an. Aus Opt spielen. Das kann ich eh nicht machen und das nehme ich. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Das heißt, nächste Runde kann Corrosion oder Summit gespielt werden. Das ist ja schon mal schön.
Au! Direkt den Seal of Sanity. Ich behaupte, das ist doof, das hier. Da will ich natürlich den Thief of Sanity erst wegbekommen, bevor der mir Schaden machen kann. Hätte ich natürlich das Psychic Corrosion gespielt. Und weg mit dir, mein Freund. Okay, was machst du jetzt? Countern? Nee, der Effekt läuft doch schon. Ah, zerstören kann er. Ah, haha, non-legendary. Ja, dann bitte. Und dann holst du die ihn natürlich mit deinem wieder. Ah. Gut gespielt, mein Freund. Gut gespielt. Aber wir ziehen jetzt erstmal eine Karte. War klar. Ah, das tut weh. Das tut weh. Eigentlich sehen, was der... natürlich nicht. Der muss gehen. Da kenne ich ja nichts, ne? Auch wenn ich dafür meinen Gate Plaza die Runde nicht spielen kann, aber der musste gehen. Au. Nee. Erstes Corrosion. Yep. Und dann das Gate Plaza. Auch wenn ich jetzt zwei Schaden krieg. Aber damit muss man leben können in so einem Deck. Chaos Wand. Das ist natürlich eine böse Karte, die kann richtig wehtun. Ach, zum Glück nur eine. Zwei Schaden. Zwei gemillt. Zwei gemillt, eins im Sinn. Was machen wir denn? Ja, erstmal den Wand weg. Da, Artefakt dann. Yep. Und tschüss, Bako. Natürlich ist ein teurer Spaß, aber der war zwar böse. Ja, zieh du mal Karten. Mach du mal dein Mana weg, zieh du mal Karten. Aha, schön, schön. Ja. Weißes. Ja. Und, nein, das wollen wir nicht, denn wir wollen den Kartenzieher weg haben. Der muss runter vom Feld. Jetzt für eine Boshaftigkeit. Au! Flying Hexproof. Autschen, autschen. Und mal Butter bei die Fische hier. Ja, genau. Ja, dann ziehen wir mal. Vier Kärtchen. Oh man, acht Millen. Sehr schön, Cleansing Nova, damit kriege ich wenigstens seinen Hex-geproofen weg. Discarden. Ja, Scape Shift. Ja, genau. Die. Habe ich zwei. So viel ziehen muss ich nicht mehr. Autsch. Jetzt haut er mir die Cleansing Nova bestimmt weg. Ah, war klar. Verdammt.
Nice. Das muss ich neidlos zugestehen. Das war nice. Twilight Priest. Ärgerlich. Upärgerlich. Hehe, da kommt direkt die nächste Cleansing Nova. Tja, mein Freund. So ist das im Schuhgeschäft. Bye bye Hexproof und bye bye Priest. Unglaublich viel Mana, aber nur zwei Karten. Mal gucken, ob er da noch was reißen kann. Hostage Taker. Na bitte, dann take mal deinen Hostage bei mir, den du nicht taken kannst, wie dem auch sei. Dann. Escape Shift wäre nett. Ah ja, Curious Wood. Curious Root, Entschuldigung. Ja, dann halt aufgeben. Gibt Leute, die können einfach ihren Untergang nicht mit ansehen. Kann ich auch verstehen. Könnte ich auch nicht. Haben wir bekommen. Oh! Null Hide Ferox. Nice! Mit Eis. Gucken, was im Pack drin ist. Ah, was fürs Goldige Deck, dass ich nicht spiele. Na super. Ah, den Kowok Trampler. Ah, nett. Ah, ja, nice. Ein Overgrown Tomb. Jawollingen. Sollte ich irgendwann mal Golgari spielen, kommt die auf jeden Fall mit rein. Okay, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Da findet sich der nächste Opfer. Predicted. Dann gucken wir mal, ob du predictable bist oder unpredictable. Hahaha, Wortwitz. Na komm, wo hängt's? Oh. Ihr Länder. Ja, nehme ich. Hello. Geht's auch direkt ein Golgari Guild Gate. Grün. Noch grün. Aber kein Kreatur. Okay. Wird da ziemliches Kartenzugpech. Das scheint wohl so zu sein. Ah, spielen wir mal das erste Gate. Ich hätte auch eigentlich zuerst Corrosion spielen können. Aber na, was soll der Geiz? Oh. Okay. Er hat erkannt, dass es ein Guildgate Mildeck ist und hat aufgegeben. Ja, auch nicht schlecht. Entweder hat er ziemlich kackant gehabt oder hat gesagt, nee, gegen Mildeck spiele ich nicht. Kann er sich sonst wohin stecken. Ah, die 50 nehmen wir mal mit. Und dann schauen wir mal, ob dann die nächste Runde auch so schnell geht. Wie gut. Uli, Uli. Grits and Gravy. Die Namen werden ja auch immer cooler hier. Risen Gravy. Drei Gates, Settle the Wreckage, Essence Scatter, Corrosion, Rushka's Contempt. Ist ja eigentlich keine schlechte Hand. Ja, nehme ich. Hello. Hello, my friend. Stay a while and listen. Au. Healer's Hawk. Weißes Weenie Healer Deck. Das könnte böse ausgehen, das hier. Hat der aber eine gute Kartenzucker. Mein lieber Herr. Mein lieber Herr. Ich brauche 5 Runden. 4 Runden, bis ich Settle the Wreckage spielen kann. Das kann böse wehtun, das hier. Dauntless Bodyguard. Ja, der hilft dir nicht bei Settle the Wreckage.
Jetzt legt er aber los hier. Das ist ja echt ein White Weenie. Das sieht verdammt schlecht aus. Das sieht verdammt schlecht aus. Ja. Kann ich wenigstens noch Essence Scatter spielen. Und... nein. Die muss ich nehmen. Autsch, autsch, autsch. Ja, Insel, verschnelltes Mana. Oh, hoffen wir doch mal, dass du noch mal hier groß aufmachst, mein Freund. Ah! Das ist unschön. Oh, ist das unschön. Wir werden nicht getappt beim Angreifen. Ah. Settle the Racket Pflicht. Vier Kreaturen von dir. Er kriegt zwar vier Mana, aber in einem White Weenie sind die dem quasi nutzlos. Ja, so weh wie es tut, aber... man muss ein Rashka's Contempt her. Sonst bin ich übernächste Runde Moose. Eieieiei. Was tun sprach Zeus? Erstmal Corrision. Corrision ist nie ein Fehler. Guildgate. Das gibt 5 Schaden, das hier. Das ist unschön. Das ist wahnsinnig. No, Mist, das gibt sogar 7 Schaden. Beziehungsweise, naja, 3 weniger. Und noch ein Healer's Hawk. Das Corrision noch hinterher spielen. Guildgate. Das hier sieht schlecht aus. Ach, Herrgott, nochmal. Haha, genau die richtige Karte zum richtigen Zeitpunkt. Ich liebe dieses Spiel. Und... bye bye Ritter und Falke. Du hast Essence Scatter auf der Hand. Guck mal, was er spielt. Ja, genau. Ganz genau dafür habe ich das auf der Hand. Suboptimal. Na, mal gucken, was er bringt. Nix, nix. Nix ist gut. Nix nehme ich. Noch ein Seal Away ist natürlich gegen seine Vigilance-Ritter ziemlich unnötig. Aber gegen die nicht. Da würde Seal Away helfen. Das ist ja super. Das ist immer Tag des falschen Kartenziehens. Ärgerlich, gut, ärgerlich. Nein, du greifst nicht an. Du bist away gesealed. Naja, Kartenzieher ist schon mal gut. 14, 12. Primal Tide sogar. Ach ja, die Konstrukte, die werde ich nicht brauchen. Jo. Ist ja nett, dass wir drüber geredet haben. Good game, mein Freund. Good game. Und den
schicke ich ihn noch in den Käfig. Weil es kann. Ah, gut, er gibt da halt auf. Ah, schön. Ja, ich würde behaupten, das Deck läuft. Gut, ich habe jetzt noch nicht gegen irgendwelche Mono-Red-Akros gespielt. Hm, Flying Menace, nett. Wenn ich mal ein Boros-Deck baue. Schauen wir mal, wer als nächstes unter die Räder der Mühle kommt. Len. Hilfe auf der Starthand. Zwei Gates. Zwar kein weißes Mana, aber nehme ich. Erstmal hallo. Teferi heißt er. Sorry. Hm, der sucht den Forest raus. Dann mach mal. Oh, oder Plane. Na gut. Ja, dann. Ja, direkt das Plaza. Ja. Um ein weißes Mana, das ich brauche. Schön. Schön, schön, schön. Land als mehr. Ah, perfekt. Einmal Corrision bitte zum Mitnehmen und ein Gate hinterher. Direkt noch ein Gate gezogen. Ja, wunderbar, direkt gehen. Oh, rot mit drin? Was ist das für... Au! Das ist ja ganz mieser Map. Gut, dass ich einen Seed Away auf der Hand habe. Dann kriegst du da erstmal noch ein Gate gezimmert. Ah, schön Essensgetter. Ja, schon mal viel wert, ja. Und dann denke ich mal ein Pünktchen fürs Opt. Autsch, ja ne, du gehst weg. Life Leecher Engel will keiner. Der hat zum Glück kein Vigilance. Aha. Urban Utopia, ja, macht ihr mal Mana, ist schon okay. Und eine Karte, ja, läuft. Kann ich mit ab. Ah, schön. Läuft, wie es Katzen machen hier. Hm, ein Gate, ja. So muss das, so muss das. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, es wird Zeit für Teferi. Ja. Jetzt wird's, 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 wird's. Trust me. You'll thank me later. Ganz genau. Du wirst dich später bei mir bedanken. Ah, jawohl. Perfekt. Ach, das war doof. Das war das falsche Mana für Seed Away, Mishka. Nix kann an. Das hat man richtig. Au! Ah, das ist einer, der Hexproof gibt. Au, 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 au. Ist ja gut, ist ja gut. Oh. Nicht auf meinen Teferi. Opt hinterher schießen, noch Komfort ziehen. Also brauche ich gerade keins. Seal Away ist schon mal ein guter Anfang. Tja, spiele ich, was lasse ich? Erstmal hier. In der Schild macht weg. Ja, du, you need to slow down. So sieht's aus im Schuhgeschäft. Dann kommt mal Corrision. Insel, weil wir es können. Ja, dann
Lassen wir mal ein bisschen Hoffnung, dass er angreifen kann. Muhahaha. Na los, greif an. Los, tu es, tu es, tu es. Ah, au, 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 nicht auf meinen Teferi. Doch, auf meinen Teferi. Aber... Hehehe. Erstmal Seal Away. Den Engel. Jetzt kommt eigentlich das Traurige. Zweites Seal Away. Auf eine 1-1er Kreatur. Aber sonst würde mein Teferi sterben. Und das will niemand. Tja, da guckst du. Super. Aber die werden dir nichts bringen, mein Freund. Weil... ich jetzt erstmal Corrosion um die Ohren haue. Drei Corrosions ist schon sehr, sehr bitter. No time for a break. No time for a break. Nein, wir müssen millen, 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 millen. Ah, läuft hier bis Katzen machen. Insel und einmal weg mit den Rittern. Good game, das sehe ich auch so. Ah! Oh, wow, 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 wow. 15, 15. Das habe ich Glück, dass ich ein Seal Away auf der Hand habe. Nicht auf mein Teferi. Nein, ich, ja, damit kann ich um. Damit kann ich um. Geht's halt. Das würde ich sagen, läuft, oder? Hurry! Gate Summit, sag mal Gate Summit, weil es Gate Summit Deck heißt. Ja. Ja, da würde ich sagen, good game, my friend. Good game. Ah, sogar noch ein Settled Wreckage. Perfekt. Na, was gibt's zu überlegen? Was gibt's zu überlegen? Tja. Ah, da gibt er noch vorher auf. Ach, hör du auf. Na gut. Okay. Das war Guild Summit Mill Slaughter Klappe, die erste. Dir vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, lass uns einen Daumen nach oben da. Wenn du Kommentare hast, bitte unten drunter die Box. Die Feedback Challenge ist immer noch on. Wenn ihr Vorschläge habt, welche Decks ich mal testen oder spielen soll, schreibt das auch gerne bei die Kommentare. Und ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal.